sind's wieder, Flipperstein Schmatz, der rostige Knack aus dem Corona-Städtchen der Lenkbach im Wiener Wald. Endlich sitze ich wieder am Schaukelstuhl von und zu meiner Frau überhaupt und freue mich, euch die aktuellen Corona-Covid-19-Zahlen vorlesen zu dürfen. Heute ist der 23. Juni 2020, Stand 17 Uhr, 17.345 positiv getestete Personen, insgesamt 542.473 durchgeführte Testungen, 454 Kranke inklusive Spital, 666 Verstorbene, 57 im Spital ohne Intensiv und 11 auf der Intensivstation. Da schaut, es wird mehr, nicht viel mehr, aber doch. Na, schauen wir mal. Ja, nach diesem Kasperltheater von gestern ist euch aufgefallen, das Video ist erst in der Früh online gegangen. Ich sage euch warum. Ich habe ja schon seit Tagen daran geschnitten, dass da diese Schnipsel zusammenkommen. Und gestern habe ich mir dann noch eingebildet, dass jetzt unbedingt drinnen stehen muss, an welchem Tag das war. So, jetzt habe ich also Adobe Premiere nach dem Element Clipname untersucht. Rocco, hör auf da meinen Stange zu schnüffeln. Und dann habe ich es nicht gefunden. Ich habe bei Clip nur den Zeitindex gesehen, gefunden. Das ist das, was versehentlich im ersten Beitrag war vom ersten Coronavirus-Tagebuch. Rocco, bleib da, Mausi. Hier am Platz. Ja, und dann habe ich die Suchmaschine Bing bemüht. Ja, ich habe da einen Dickschädel auf mir, der wollte unbedingt hin. Jetzt halte ich ihn einfach weg. Ja. Das ist der Dickschädel. So, von und zu überhaupt. Schaut mal, ob er Läuse hat. Nein, hat er nicht. Wisst ihr warum? Weil keine Schule ist. Ohne Schule keine Läuse. So einfach ist das. Ja, habe ich gebingt und habe herausgefunden, ja, es gibt die Funktion, aber erst in neueren Versionen Premiere. Jetzt ist es ja so, Adobe Premiere Pro gab es bis zur Version CS6 zu kaufen. Und die habe ich gekauft. Und ab dem Zeitpunkt ich habe viele gekauft. Ich habe 5 gekauft, ich habe 5 gekauft, ich habe 6 gekauft, ich habe 4 gekauft, ich habe 3 gekauft, ich habe viel Adobe Premiere gekauft. Muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Aber ab der Version 7, da haben sie es dann CC genannt, Creative Suite hat CS geheißen, ich weiß nicht mal, was CC heißt. Gibt es das Ding nur mal zum Mieten? Und wenn du jetzt nur Premiere alleine mietest, zahlst du 30 Euro im Monat. Und das war für mich der Punkt zu sagen, so, ich schneide jetzt mal mit der alten weiter. Sollen sie mich Obstgarteln? Ich habe die letzte gekauft, denn es war die erste, in der dieses Anti-Wackel-Ding drinnen, die Verkrümmungsstabilisierung, war das die erste Version, was dabei war. Deshalb habe ich es überhaupt gekauft, sonst hätte ich es gar nicht gekauft. Und es war ganz praktisch, denn das war auch die erste Version, bei denen man dieses Aus- und Einschwenken, das ging davon immer so zack, zack. Und das war die erste, in der man das mit elliptischen Kurven machen konnte. Das heißt, das konnte CS6.5, glaube ich, heißt es. Ja. Und deshalb habe ich das gekauft. Und jetzt habe ich natürlich gestern ernsthaft überlegt, die aktuelle Version zu mieten. Dann war ich mir aber doch zu sicher. Und habe beschlossen, nein, ich werde eine andere Lösung finden. Und meine Lösung war folgende. Die Lösung war, dass ich mit Adobe Photoshop, das ist ja auch in dem Paket drinnen, in den großen, das ich gekauft habe, aber bei der Miete wäre es nicht dabei, habe ich ein PNG-Bild gemacht, das leer ist und transparent. Und das habe ich gespeichert. Dann habe ich mir mit Excel unter Funktion Verketten DOS-Befehl, also Kommandozeilenbefehle geschrieben, die dieses leere Bild in ein neues Bild kopieren mit dem Namen des Coronavirus-Tagebuchs plus dem Datum, also das CV001, das ihr gesehen habt. Und das habe ich dann durchlaufen lassen. Dann habe ich lauter viele Bilder gehabt, leere Bilder mit dem Namen. Und dann habe ich mit IrfanView, seines Zeichens auch gratis, eine Batch-Konvertierung gemacht, über die in jede Datei der Dateiname ohne Dateiendung hineingeschrieben wurde. Und diese Bilder, die generiert wurden, habe ich mir dann in Premiere eingefügt und habe das gemacht. Das hat euch jetzt sicher urinteressiert, oder? Jedenfalls war ich den ganzen Tag damit beschäftigt. Und dann, meine Frau sagt schon, und schaltest was ein? Damit meinte sie, schaltest du jetzt noch das Game of Thrones ein? Und ich sage, natürlich, wenn ich fertig bin.
Und um 8:45, also 20.15 Uhr circa, war ich fertig und habe Adobe Bescheid gesagt, dass es das jetzt rendern soll. Gut, eine Stunde Video dauert 1,5 Stunden rendern. Und dann haben wir Game of Thrones geschaut. Und ich schaue immer wieder so rüber und denke mir, warum dauert das lang, warum dauert das lang? Und dann komme ich drauf. Der hat nicht ein Video gerendert, sondern ich habe versehentlich das Startbild, dieses hier, das ist ein Einzelbild, das auch gerendert wird, nicht als Standbild gerendert, sondern als Film. Das heißt, er hat schon 14.000 einzelne Bilder gemacht gehabt, mit jeweils einem Frame aus dem Video. Katastrophe! Na, was ist weiter passiert? Ich habe mich geärgert, habe das abgebrochen, habe 14.000 irgendwas Bilder gelöscht und habe dann das Richtige zu rendern begonnen. Mit dem Effekt, dass das geplante Fertigrenderungszeitpünktchen 23 Uhr war. Wenn meine Frau am nächsten Tag um 5 aufsteht, um zu arbeiten, dann ist das keine Option, dass man da bis 23 Uhr aufsteht. Denn dann musst du es ja noch auf YouTube hochladen. Und in YouTube könnte man sagen, veröffentliche es gleich, dann fehlen halt diese Abspann-Klick-Dinger, die kann man dann am nächsten Tag machen. Jedenfalls habe ich nicht. Bin ins Bett gegangen und dann hat mich irgendwas in der Nacht aufgeweckt. Und vorsorglich habe ich schon mein Samsung Galaxy beim Bett liegen gehabt und habe mitten in der Nacht, wie ich wach geworden wurde, per Fernwartung auf meinen Computer zugegriffen und habe diese Videodatei hochladen zu begonnen. Ich weiß nicht, um welche Uhrzeit das war. Keine Ahnung, vielleicht 2, 3 in der Früh. Ja? Und meine Frau sagt, was machst du? Und ich habe gesagt, das geht dich gar nichts an. Und dann hat das hochgeladen und um 5.15 Uhr, wie ich aufgestanden bin, bin ich zum PC gestürzt. Das war das erste Mal seit Wochen, dass ich gleich aufgestanden bin, wie der Wecker geläutet hat. Und habe auf Veröffentlichen geklickt und habe den Abspann reingemacht und habe das auf Facebook gepostet. Das war jetzt eine 7 Minuten sinnlose Erzählung. Ja, es war sehr spannend. Jedenfalls, ich muss sagen, 90 Klicks auf einem Video habe ich in den ersten 20 Stunden selten. Und die hatte dieses Video. Wenn man aber schaut, wie viele Minuten die durchschnittlichen zugeschaut haben, ist die Statistik eher rot ausgegeben, nicht grün. Gut, was haben wir denn heute gemacht und gegessen? Also nachdem wir aufgestanden sind, habe ich auch gefrühstückt. Von und zu Milch mit Cornflakes und Müsli. Und dann ist meine Frau dahingeschwirrt. Ich habe die Kinder gleich ins Kindergartenbüro gebracht. Also ein Kind hat wieder Hausübungsgutscheine eingelöst. Das andere Kind habe ich mitgenommen. Und das habe ich dort an dem Tisch, den ich selbst persönlich geleimt und geschraubt habe, habe ich es hingesetzt. Also, so, mach deine Hausübung. Und das Kind voll motiviert hat dort gewerkt. Und ich habe in Ruhe gearbeitet, meine Computergeschichten. Ein Vista-Rechner braucht jetzt schon 3 Tage, nicht Stunden, 3 Tage, um die Updates zu indizieren. Ich bin gespannt, ob der jemals weitert. Ich bräuchte ihn nämlich fürs Museum. Mal schauen. Ja, dann, die Kinder sind dann im Hof gewesen, haben Spumpernadeln gemacht, immer wieder mal Konflikte geholt, geschimpft und diskutiert. Und dann ein Kind hat mir Bretter gebracht von oben, weil ich jetzt heute höchstpersönlich im Kuhstall die Vitrinenwand gemacht habe. Da kann man jetzt die Psions hinstellen, bin ich drauf gekommen. Da stelle ich jetzt die Psions hin. Und wenn da die Psions stehen, dann kann ich im Büro, in das Fach, wo jetzt die Psions zwischengelagert sind, die Netgeswitchs reinstellen. Das wird von uns überhaupt super. Dann wird das schon langsam aufgeräumt. Und das könnte ich jetzt machen, nur leider kann ich es jetzt nicht machen, denn jetzt sitzt gerade Quattrophon bei dem Tisch. Die haben sich doch ernsthaft in mein Büro eingenistet. Stellt euch das, ist doch eine Frechheit von uns überhaupt, oder? Ja, da muss man jetzt mal. Die machen ein Servitut, wenn die so weitermachen. Gut, dann habe ich lange rumgewurschtelt, deshalb hat es nicht viel zu essen gegeben. Ich habe die restlichen Brote und Tomaten und Käsereste von gestern meiner Frau, habe ich alles so zusammengeschnipselt, ein bisschen Petersil drüber geschnipselt und ja. Das haben wir dann gegessen. Apropos, da liegt noch eines dort für mich, gell? Ich habe nicht fertig essen können, weil ich um 15 Uhr einen Termin bei einer sehr jungen, also kurzzeitigen Kundschaft von mir und es war wieder ein Genuss. Also ganz nette Leute, es ist super. Nette, gescheite Leute. Super Sache. Ja, da war ich. Und jetzt bin ich nach Hause gekommen, wir haben vorgelesen und das ganze Kind ins Bett gestopft. Und jetzt werde ich mit den 2 Gefasten, die noch wach sind, eine Runde Rudi spielen und dann schicke ich die auch ins Bett. So mache ich das. Ja. Die freuen sich jetzt. Und
Ich habe heute den Kindern beim Essen etwas gesagt, was sie nicht ganz verstanden haben. Was habe ich denn gesagt? Zum Wenzel habe ich es gesagt. Wenn du dies und jenes tust, wird jedes Mal... ins Legoland. Der Wenzel was, darf was ist mit Legoland? Der Wenzel darf nicht, wenn er den nur umstoßt. Einmal. Ja, dafür, einmal ins Legoland. Für jeden großen Stoß machen wir jetzt eine Konsequenz mit dem Legoland. Denn wir fahren heuer, sofern es Corona erlaubt, fahren wir heuer ins Legoland. Das ist der Vorteil, wenn man keine Geburtstagsfeier macht. Dann kann man das ganze Geld und die Energie nehmen und sagen, wir machen einen richtig tollen Ausflug. Ja, und das ist heuer geplant. Mal schauen, ob das funktioniert. Ihr wollt nicht wissen, wie lange man dorthin fährt. Jedenfalls kann man dort wieder schöne YouTube-Videos machen. Ja, das ist schon mal der Plan. Gut, genug geschwafelt für heute. Morgen ist wieder ein normaler Arbeitstag meiner Frau. Da wird sie arbeiten und übermorgen hat meine Frau Dienst. Was heißt, dass ich am Donnerstag ist übermorgen, werde ich selbst persönlich wieder Lego-Videos machen. Denn die anderen sind alle gerendert und online. Also nicht online, aber bereitgestellt. Für, wisst ihr was? Ja, so machen wir das. Ich hoffe, es geht euch so gut wie mir. Ich hoffe, ihr wart schon essen beim Flo oder so. Oh, beim Flo oder so. Und ich wünsche euch alles Gute. Bis später, bis dann, bis irgendwann da drüben im Adler Kindergarten. Aber erst viel später dann.